Stellen Sie sich bitte vor, ein Fährmann fährt am Donaukanal noch immer, jeden Tag hier in Wien. So etwas Schönes gewesen, ist das noch immer irgendwie ist, muss man sich einfach anschauen, von der Idee des Verglühens her. Und so schauen wir uns heute Fährmann Sepp Kerschbaumer Wien Donaukanal an. Lieber Herr Kerschbaumer, Frukade oder Eierlikör? Eierlikör. Ja. Ja, das ist so. Danke. Ich danke fürs Kommen. Lieber Herr Kerschbaumer, waren Sie so auf Ihrem Fährschiff sitzen, dürft ich das auch? Also, oder braucht man da... Prost. Zum Wohl. Prost. Braucht man da eine Genehmigung? Zum Fahren braucht man Genehmigung. Zum drauf sitzen braucht man nur meine Genehmigung. Sie sitzen also auf dem Schiff. Das ist ein richtiges Schiff. Das ist ein richtiges Schiff. Ist 13 Meter lang. Und fährt über den... Und hängt an einer Schnur? An einem Seil, an einem Stahlseil. Mhm. Ja. Und, aber jetzt ist so wenig Wasser, dass es im Trockenen steht. Nein, seit 3 Tagen habe ich wieder genügend Wasser und es fährt wieder. Und es geht Alolae. Fährmann hol über. Ja. Ja. Und wo ist es genau? Am Donaukanal in Wien? Donaukanal in Wien, 2. Bezirk, 3. Bezirk, auf der Höhe Friedensgasse, vom 2. Bezirk, Friedensgasse, Schüttelstraße, 3. Bezirk, Heidinger Gasse. Mhm. Ist da unten, und da ist weit und breit kein Brücken. Das war ja unpraktisch, gleich neben einer Brücke. Ja, das war unpraktisch. Ja, unpraktisch. Ja, ich bin genau zwischen der Rotundenbrücke und der Stadionbrücke, mhm, genau in der Mitte. Und wenn ich da mit dem Auto umgefahren will, rufe ich Hupi und dann kommen sie und... Und dann gehen wir alle zwei unter. Nein, geht's unter auch manches Mal? Ja, wenn man mit dem Auto drauf fährt, geht's wahrscheinlich unter. Bitte? Wenn man mit dem Auto drauf fährt, geht's wahrscheinlich unter. Das ist eine Personenfähre, da kann man nur ein Fahrradl mitnehmen. Es, man Ach, kann nur keine mit Autos? Das, nein, man kann nur mit über eine Stiege runtergehen und die Fähre betreten. Aber wenn man mit dem so Auto die Stiege runterfährt, so, dann wird's... Ah, das fahren nur, Auto, also nur Personen? Ja, ja, es ist eine kleine Personenfähre. Und ach so, aha. Und das ist sozusagen, zu Fuß wäre das zu weit zur nächsten Brücke und da erspart man sich ein paar Kilometer gehen oder so. Naja, wenn man direkt rundum geht bis zur anderen Seite, wieder mhm, bis zur Höhe ja, 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 der Brücke retour geht, wären es 2 Kilometer. Mhm, mhm. Und Sie fahren so, wie lange braucht man um und um? Das kommt auf mich drauf an, wie schnell ich fahre. Also, ja, man kann da sehr langsam fahren mit der Fähre, also ich kann auch in der Mitte stehen bleiben. Und, ja, Kinder. Ach so, Sie fahren so richtig quer Strom. Ja. Wie funktioniert das? Also auf welcher Basis, mit Strom? Oder nein, das ist eine Rollfähre, die hängt auf einem sogenannten Tragseil, hängt es mit dem Gierseil drauf, das Seil, was von der Fähre zum Tragseil geht, das nennt man und das Gierseil. Am Ufer steht wer und Draht? Nein, hinten auf der Fähre habe ich ein großes Ruder. Damit kann ich die Fähre querstellen. Und wenn sie schräg steht, dann trifft die Wasserströmung vom Fluss auf der Seite drauf und schiebt es auf die andere Seite. Das geht sozusagen ohne Strom und ohne allem. Ohne Fremdkrafteinwirkung. Das aber ein bisschen schief kommen so mal. Ja, ja. Und zurück auch wieder ein bisschen schief. Zurück auch wieder ein bisschen und schief. Und wenn so weiter tut, sind sie bald am Roten Meer. Also ich meine, ah, da muss ich das Seil zwicken. Dann kommen wir ins Rote Meer. Und Sie wohnen, ja, hat mir der Palm erzählt, so richtig auf diesem Heisel.
Also da ist eine Fährhütte oder ein Fährhaus und da wohnen Sie drinnen, am Strom direkt. Richtig. Also ein ganz archaisches Leben und jeder kann anleiten und kann sagen, führ mich um. Ja, wenn ich daheim bin, schon. Ja, 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 ja. Und, ja, ja, ja. Und wann Sie, was kostet eine Fahrt? Was Ihnen wert ist. Den Fahrpreis bestimmt der Fahrgast. Und es gibt für ganz Unentschlossene gibt's einen Richt. gibt's einen Richtfahrpreis und der Richtfahrpreis beträgt für Erwachsene 1 Kilo Brot, der Gegenwert 1 Kilo Brot und für Kinder der Gegenwert 1 Gebäck. Und Sie würden also für, was weiß ich, 20 Schilling tatsächlich einmal um und einmal wieder umfahren, wegen anderen Menschen? Natürlich, ja. Ja. Das wäre dann schon eine sogenannte Kreuzfahrt. ja. Und Sie haben einen Führerschein, um das zu dürfen? Ja, ja. Das nie zusammenstessen mit einem Donaukanal-Dampfer? Bis jetzt, Gott sei Dank, nicht. Aber könnte es sein? Also wäre ja, das? Ja, ja, die Gefahr ist schon mit den Rundfahrtschiffen. Ja. Und das sind ja jede Menge Behörden, die auf Sie ununterbrochen aufpassen. Jetzt nicht mehr so. Am Anfang, wie ich das Werk angefangen habe, die Fähre ist 100 Jahre auf diesem Fleck dort. Und das Schiff ist 100 Jahre auch alt? Nein, die ist 40 Jahre alt. Ist zwar alt gewesen, wie es da hingekommen ist, aber das hat irgendeiner dort umgebaut als Fährschiff. Und ich habe die am 15. Jänner 1990 gekauft und am 1. Jänner, das wusste ich damals nicht, ist das österreichische Schifffahrtsgesetz geändert worden, aufgrund von dem Rhein-Main-Donau-Kanal, der da eröffnet wird. Und da haben sie eben sowas wie die Anlegestellen, die im Gesetz nach Schwimmkörper... Gibt es da ein Küstenpatent? Das brauche ich nicht. Ein Küsten, wie war das? Küsten. Sie dürfen nicht alle Küsten anlaufen. Oder? Nein, ich darf nur die zweite und dritte Bezirksküste anlaufen. Ja. Mama. Lacht's nicht? Der Palm hat mir irgendwas von Küsten gesagt. Moment, entschuldigen Sie ganz kurz. Moment. Kurt? Ja, wie heißt das Patent? Es gäbe, sagt der Palm, das kleine Küstenpatent. Natürlich. Das ist ja alter Schiffer. Ja, ja, natürlich gibt es das kleine Küstenpatent. Und Sie haben das kleine Küstenpatent? Nein, ich habe das kleine Schifffahrtspatent. Das Küstenpatent. Aha, Sie haben überhaupt kein Küstenpatent. Nein. Ja, aber Sie fahren aber doch Küsten an. Na gut, vielen, vielen Dank, lieber Kurt. Papa. Das weiß ich nicht genau, ob das wirklich Küsten sind. Ja, also ich fahre das Ufer an. Mir ist es ja auch völlig wurscht. Also, nein, ich meine, ich habe nur vom... Der Palm hat mir gesagt, Sie hätten das kleine Küstenpatent. Das kleine Schiffspatent. Das kleine Schiffspatent. Und können Sie schwimmen? Ein bisschen, ja. Früher hat es ja geheißen, Leute, die was am Schiff fahren dürfen, nicht schwimmen können, damit... nicht anhauen können. Genau. Wie hat man das eigentlich geprüft, dass die nicht schwimmen können? Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich stelle mir ja das sehr schwer vor, jemanden, also die haben ja die wirklich auch nur Leute, die Donauschiffe zahlen lassen, ne? Die nicht schwimmen können, oder auf die Donau fähren, oder wie hat das geheißen da? Wo die Pferde, die gezogen haben und die... Weiß ich nicht mehr, wie man das nennt hat. Das war Frachtschiffe, Donaufrechter. Ja, ja. Das habe ich jetzt erst gehört, wie es gerätselt haben, welche Leichen da in Oberösterreich entdeckt wurden. Ne? Hat es dann eben geheißen, die haben nicht schwimmen dürfen. Ja. Und da fragt man sich natürlich unwillkürlich, wie haben die das festgestellt, dass diese Leichen, also wie es noch nicht Leichen waren, nicht schwimmen haben können. Das keine Ahnung, ich weiß es nicht, was da für Tricks gibt. Das. Weil zum Beispiel, die können ja auch sagen wir mal, wenn man mich sieht, mir würde man es vielleicht glauben, aber Es ist nicht so gesagt, wohlbeleibte Menschen können meistens gut schwimmen.
Ja, also es gibt auch Ausnahmen, aber ja. Mir gelingt das nicht. Überhaupt nicht? Nee, überhaupt nicht. Wir haben ein paar Versuche unternommen. Es ist nicht gegangen. Gut, aber war eh nichts gewesen, Donausschiffer, war eh nichts gewesen. Aber nicht. Jetzt waren sie geeignet, waren sie nicht schwimmen können? War die geeignet. Aber das müssen natürlich dann schon stimmen. Ich schwöre bei Gott, dem Leibhaftigen, dass ich nicht schwimmen kann. Aber da hätten wir jetzt eine Möglichkeit, wie man das überprüfen könnte. Ja? Mich ins Wasser hauen und warten. Ja, zum Beispiel. Wenn du dann doch schwimmen kannst. Ja, eben. Ja gut, aber dann ist ja frisch wieder keine wirkliche Lösung, weil dann sind alle, die in Frage kommen, untergegangen. Ja. Und sie haben frisch wieder nervt. Aber vielleicht haben sie es im letzten Moment noch rausgefangen. In allerletzten? Ja, dann haben sie einen gehabt. Sozusagen, sie haben es ins Wasser gehauen und haben es wirklich untergelassen. Mit einem Risiko, was ich so 20% werden halt wirklich ertrunken sei. Ja, genau, so werden sie das gemacht haben. Irgendwie muss da einen Trick geben haben in der Richtung. So ähnlich, ja. Und, aber sie sorgen schon für ihr Alter vor, also irgendwie Pensionseinzahlung oder so? Ja, das darf ich gern, wenn ich mir es leisten könnte. Das heißt, sie sind sozial schwebend? Hängen in der Luft. Und es gibt keinen Versicherungs-, ich habe erst ein paar Monate beieinander in meinem ganzen Leben. Ja. Und ich zahle jetzt brav auf die Pensionsversicherung ein, die ich sowieso nicht kriegen werde. Weil es sich nicht mehr ausgeht. Weil es sich nicht ausgeht und erst einmal werden sie kein Geld nicht haben dann zu der Zeit. Weil das, was ich jetzt einzahle, das geben sie ja jetzt beim anderen. Mhm. Das ist. Ja. Aber ich muss einzahlen. Ja. Vielen Dank, dass es sie gibt. Ich bedanke mich. Lass uns fotografieren. Ja. Danke. Lieber Robin, mit dem letzten Fährmann gefällt Ihnen auch ein bisschen. Ein bisschen? Stark? Schon. Natürlich. Wenn wir noch lang weitermachen, wird es Heteros alle auch ein bisschen andersrum. Ja. Ja, es ist ein Umerziehungsprogramm. Natürlich. Vielen Dank. Und jetzt kommt das Dosenschießen zum Wochenausklang. Lieber Herr Kerschbaumer, das wäre hier der Strich und hier die Dosen. Hier ist der Strich. Und, nein, hier. Ah. Da. Und da wäre der Ball. Und da wäre der Zwischenraum. Ah ja. Oh! Hey, das ist aber weit daneben gegangen. Okay. Na gut. Aber Sie sind ja beim Schiff eh angehängt. Ja, ja.